Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Sendung. Mein Gast ist diesmal Wolfgang Fischer. Er ist Chef der DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH und wir sind gerade auf einem Schiff, der MS Blue Danube. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wolfgang Fischer ist ein bunter Vogel, kann man sagen. Er war Journalist, er war ÖVP-Sprecher, er war ORF-Weiterbildungschef, er war Stadthallenvorstand, bis er jetzt hier gelandet ist. Wolfgang Fischer, die Donaudampfschifffahrt wurde Ihnen ja ganz sicher nicht in die Wiege gelegt, aber jetzt hat sie offenbar die Leidenschaft gepackt und ich habe hier ein Ding in der Hand. Das ist das Maskottchen Admiral Duck. Das begleitet Sie momentan überall, gibt es übrigens auch in weiblicher Form. Ist das Marketing oder ist das auch Leidenschaft? Zuerst Schiff ahoi und herzlich willkommen hier auf der MS Blue Danube. Ja, das Wasser hat immer eine beruhigende Wirkung auf mich gehabt und wir gleiten ja jetzt langsam den Donaukanal hinauf. Und daher ist das ein schöner Abschluss meines operativen Berufslebens. Meine Leidenschaft ist Marketing und Kommunikation und aus dem Admiraltag und der Admirellertag, die Sie gerade in der Hand gehabt haben, war mir wichtig, das einzuführen auch. Das haben Sie erfunden? Ja. Admiraltag gab es schon, aber Admirellertag fand ich irgendwie witzig und dazu passend. Aber immer gepostet, die Admirellertag ist natürlich die Chefin von Admiraltag. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Identifikationsfiguren in der Kommunikation zu haben. Jetzt ist meine Eitelkeit eher eine gotische, wie Klaus Reidel gesagt, also nicht barock, sondern zurückhaltender. Das glaube ich jetzt nicht. Oh ja, wirklich. Also stellen Sie sich vor, es wäre anders, es wäre nicht erträglich irgendwie. Und da ist dann dieses alter Ego irgendwo ein ganz probates Mittel, um zu sagen, wir sind da, die DDSG ist da, wir nehmen teil an einer, weil ich Opernfan bin, an einer Opernaufführung oder was immer, aber nicht das Fischer-Selfie, sondern Admiral Duck, was auch die Verbindung dann irgendwo ist zwischen Freizeit und Kultur und alles das, was eigentlich die DDSG Blue Danube auch ist. Können Sie schon Schiffsdeutsch? Aye, aye, Sir. Das Wesentliche lernt man und hat mir dann auch mein lieber und geschätzter Kollege Wolfgang Hahnrecht, der das schon 15 Jahre macht, beigebracht. Also ich komme durch. Sehr gut. Können Sie noch ein Wort? Eben ein Handbreit Wasser unter dem Kiel oder mit allen Wassern gewaschen. Das ist auch der Titel des Ö-Bilds, das heute am Abend läuft. Ja, und da gibt es einige, glaube Bautermann und so weiter, die ganz witzig sind und offenbar auf die lange Tradition des lange Alleinseins auf hoher See und die Angst vor Geistern und Mythen und so weiter sich beziehen. Sind Sie auch auf die Seepocken gestoßen, die ja legendär geworden sind, seit Sie in einer Dissertation einer ehemaligen Ministerin vorgekommen sind? Die Dissertation von Charles Darwin habe ich nicht gelesen, wenn Sie das meinen. Frau Aschbacher vielleicht? Ah ja, ich wusste nicht, dass die Frau Aschbacher auch kulinarisch bewandert ist. Für mich sind die Seebocken sowie die Entenmuscheln eher etwas, das im kulinarischen Bereich angesiedelt ist. Offenbar ist das etwas, was sich auf den Schiff, auf Schiffen irgendwie ansiedelt. Das sind tatsächlich kleine Muscheln, die im Brackwasser auch vorkommen. Man kann sie trotzdem essen, sie sind sehr gut, aber natürlich einen entsprechenden Schaden hervorrufen, weil damit das Glatte des Rumpfes verloren geht und die dann Widerstand sozusagen haben. Ist es nicht eigentlich ein blöder Brauch bei Schiffstaufen, immer eine Flasche Sekt, ich weiß nicht, Sekt oder Champagner zu zerbrechen? Da sind ja dann ständig Scherben im Fluss. Naja, Die Gebräuche sind gerade in der Nautik sehr wichtig. Das stimmt mit den Scherben. Wir nehmen dann meistens diese Zuckergussflaschen, weil auch im Burgtheater ist ja die Flasche, die Hauptdarsteller auf den Kopf bekommt, nicht echtes Glas. Aber wenn nur das von den 5 Schiffstaufen im Jahr in der Donau oder in den Flüssen insgesamt landen würde, wären wir eh glücklich. Es heißt immer wieder, dass auch von den Klos, von den Toiletten, die Abwässer auch in der Donau landen? Also das kann ich für unser Unternehmen völlig ausschließen. Man sieht auch an den Anlegestellen, sowohl in der Wachau wie hier in Wien, diese riesen Kanalrohre, wo das entsorgt wird. Also das findet auch, soweit wir das auch wissen, auch bei den Kreuzfahrtschiffen, auch bei den, Cargo, also bei den Lastkähnen, nicht statt. Nicht mehr statt, nicht statt. Man sieht es ja gleich. Also das ist ein Nigh and Never.
Die DDSG ist 1829 gegründet, hat einst die Donauländer der Monarchie verbunden, hat jetzt gerade 195. Geburtstag gefeiert, ist das älteste noch bestehende Schifffahrtunternehmen der Welt. Gar nicht schlecht, oder? Naja, im Ende des 19. Jahrhunderts hatten wir 2000 etwa, also wie es gut, schaut zwar so aus, weil da war ich noch nicht auf der Welt, hatten wir über 2000 Schiffe und haben eben, wie Sie gesagt haben, die Kronländer verbunden. Das war auch, wie viele Schiffe gibt es jetzt? Wir haben jetzt 9, die zwischen Bratislava und Melk mehr oder minder unterwegs sind. Und eben hier auf der Donau, Donaukanal in der Wachau und mit Tagesausflügen auch. Das war schon ein Riesending damals, völkerverbindend, die damalige erste Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, Zungenbrecher, längstes Wort, hat eigene Bergwerke gehabt, eine eigene Werft gehabt, also war ein aber schon ein Privatunternehmen, das K&K Dekret hatte, aber eigentlich von einigen Adeligen, nun auch was sonst, da geführt und gegründet wurden. Jetzt, wie gesagt, 195. Geburtstag. Es wären natürlich nicht Sie, hätte es da nicht wieder ein rauschendes Fest gegeben, samt ORF-Film. Und es kamen Rot und Schwarz, Caroline Edtstadler und Peter Hanke. Sind Sie ein Partytiger? Das Motto der DDSG Plutellum ist Glücksmomente am Schiff, und wir fahren 364 Tage im Jahr und unsere Crews sozusagen sind Gastgeber. An welchem Tag nicht? Am Heiligabend. Das ist auch eine dieser sozusagen Aberglauben oder so irgendwie. Und unsere Crews sind Gastgeber und gerne Gastgeber. Und wenn wir jetzt Feste feiern, wie sie fallen, dann ist das jetzt immer wieder bei Kommunikation und Marketing natürlich auch der Hinweis, dass es uns gibt. Und wir sind sehr bemüht, heimisches Publikum noch mehr. Wir sind ganz zufrieden, aber welcher Wiener war schon im Schloss Schönbrunn mehr als einmal, außer mit der Tante, oder ist schon einmal hier auf der Donau gefahren? Und mit diesen Veranstaltungen bringen wir uns erneut und weiter ins Bewusstsein. Und aus manchen der Gäste, die bei diesen Feierlichkeiten sind, werden dann auch echt Stammgäste, die dann auch, was ein Geschäftsfeld von uns ist, die Schiffe chartern und sagen, ja, das kann man ganz klar als Party feiern. Man kann auf und ab fahren, man kann stehen bleiben, man hat nicht so sehr das Lärmproblem. Oder bei den Themenfahrten von Wiener Lied bis Barbecue, Sunset Cruise und Upper Night und Not Italiano einfach dabei sind. Was auch wiederum Angebote natürlich mehr für das heimische Publikum sind. Hochzeiten auch? Hochzeiten gibt es auch sehr viele, ja, ja klar. Die Frage vorwegnehmen, nein, unsere Kapitäne sind keine Standesbeamten. Nehmen Sie den Fahrer dann mit an Bord, oder? Fahrer ist einfacher, man muss eine Traumlocation sein in Wien, also eingetragen als Ort für standesamtliche Trauung, und das sind alle unsere Schiffe, und dann kommt der Standesbeamte an Bord. Ja. Auffällig ist bei Ihnen, dass Sie mit Rot und Schwarz können. Sie waren ja immerhin einige Jahre MOG-Sekretär, und dann haben Sie trotzdem in der Stadt Wien Karriere gemacht. Wie geht das? Ich war tatsächlich MOG-Pressesprecher zwischen 87 und 89, wie er Vizekanzler war. Habe dort wahnsinnig viel gelernt. Das auch, heißt sogar, Sie waren einen Tag lang Bundesparteisprecher. Naja, wenn muss ich das Internet durchforsten. Könnte mich jetzt nicht erinnern, aber wenn, dann war es ein Quickie. Ja, also. Gab es das Gerücht? Und habe da viele nette Menschen kennengelernt, die mich bis heute auch begleiten, und zwar von Rot wie von Schwarz. Und als ich mit 50 beim ORF irgendwie ausdekoriert war, muss ich jetzt einmal so zu sagen. Ausdekoriert, alles erreicht, was Sie wollten? Nicht, was ich wollte, aber was mir signalisiert wurde, was machbar geht, ist. Sozusagen. Aber da Gerhard Weiß war Ihr Mentor, ja im Grunde eine bisschen ähnliche schillernde Figur, weil er ja eigentlich von den Schwarzen kam, ein ZVer war, aber auch ganz gut mit den Roten konnten, was dem Wolfgang Schüssel dann nicht mehr so gefallen hat. Das heißt, er hat ein bisschen changiert auch. Ja, und diese Zeit kann mich auch erinnern, wie dann das neue ORF-Gesetz kam und Gerhard Weiß vorzeitig sozusagen in Pension geschickt wurde. Und dann gingen Sie auch? Nein. Ich blieb, habe dann Monika Lindner und schlussendlich Alexander Wrabetz noch erlebt und bin dann 2012 in die Stadthalle gewechselt.
und 10 Jahre später eben dann zur TDSG Plutonium. Ich glaube, um die Frage, will da nicht sozusagen die dann wegreden durch irgendwelche Anekdoten. Ich glaube, dass es wesentlich ist, dass man Gesprächskultur und Gesprächsklima hat und dass man auf Augenhöhe mit Menschen, die jetzt vielleicht anderer Meinung sind, diskutiert und nicht dem Mob in den sozialen Medien, die mit rauen, schrillen Tönen so tun, als ob sie alles beherrschen, den Platz geben. Und diese Gesprächskultur habe ich immer versucht, aufrechtzuerhalten. Und das war dann einfach 2011, wie ich gehört habe, dass die Stadtherrengeschäftsführung in Pension geht, die alte. Ich habe mich einfach bei der damaligen Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Renate Brauner und beim damaligen Wien-Holding-Chef Peter Hanke gefragt, ob es einen Kandidaten gibt, was ich als ehemaliger HR-Chef auch für eine durchaus legitime Vorstellung halte. Du sagst, okay, wenn jetzt die in Pension gehen, habe ich den oder den vorgesehen, aufgebaut. Also ist total okay. Und die haben beide gesagt, nein, haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr kennt meine Vita. Ist das ein Ausschließungsgrund, und zwar unter 4 Augen, nicht jetzt in der Öffentlichkeit. Ich sagte, nein, wir haben niemanden, das ist kein Ausschließungsgrund. Wir kennen dich an sich von diversen Dingen, die wir im ORF gemacht haben oder wo wir Dinge auch geplant haben. Aber wir können dir nichts versprechen. Und dann haben wir halt ein Dreivierteljahr wirklich vorbereitet. Und auch als gelernter Journalist ist es schwierig zu recherchieren, weil du ja niemanden fragen kannst, so wirklich. Also Rechnungshofberichte und so weiter. Und habe halt dann eine 60-seitige Bewerbung geschrieben, die offensichtlich überzeugt hat. Weil in Wahrheit ist es so, ein Schwarzer in der roten Stadt Wien hat wenig Karrierechancen, so wie ein Roter im Schwarzen Niederösterreich wenig Karrierechancen hat. Also insofern ist schon ungewöhnlich. Das heißt, Sie hatten offenbar auch immer mit Peter Hanke eine gute Gesprächsbasis. Ja. Die ist geblieben. Die ist Gott sei Dank geblieben, nachdem er dann mein oberster Chef wurde vor 5, 6 Jahren. Und er war dann auch der irgendwie, der gesagt hat, du 10 Jahre Stadthalle, da hast du jetzt sozusagen was auch weitergebracht. Wüsst was Neues machen. Also, ja, das hat war aber so schon geheißen, dass Sie nicht ganz freiwillig gegangen sind. Ja, Wien, die Welt hat schon der uneigennützigen Gemeinheiten, laut Professor Bernardi. Es war tatsächlich die Frage, machst du mit 60? Mit 50 bin ich vom ORF weggegangen. Mit 60, rund um meinen 60er, war dann mir gedacht, okay, jetzt noch 5 Jahre das weiter, was du alles, also wer Song Contest und von Paul McCartney, also alles irgendwie dort gesehen hat und gemacht hat, machst du 5 Jahre noch bis zur Pension dort geregelt ordentlich weiter oder machst nochmal was Neues? Und nachdem ich zur Wichtigtuerei neige, wie meine liebe Frau sagt, und ich ja gar nicht jetzt da widerspreche, habe ich gedacht, na, also irgendwie mit 60 haben wir ganz was anderes. Und es zeigt sich, so anders ist es nicht, weil, wie gesagt, wir haben mit Menschen ihre Freizeit zu tun, die gut aufgelegt sind, die unterhalten werden, die gerne zu uns kommen. Wir haben 400.000 Passagiere rund, in der Stadthalle hatten wir etwa 1 Million Gäste. Wir haben einen stärkeren touristischen Fokus, was ganz spannend ist. Also gerne und mit Freude habe ich mich dann für den Job des TDSG-Geschäftsführers beworben. Und was haben Sie da noch vor? Jetzt haben wir 2 neue Schiffe eingeflottet, glaube ich, heißt das irgendwie. Auch ein interessanter Name. Seit Jänner von Brandten aus der Wachau. Eines bleibt oben oder ist oben, fährt einen neuen Linienfahrplan. Eines ist hier in Wien und macht sehr viele Charterfahrten. Das jetzt einmal gescheit zu setteln und gut einzuführen, das dauert schon. Wir haben ein Drittel aufgewertet, sozusagen die Flotte. Haben einige neue Ideen auch, was Wien betrifft, weil wir natürlich ein interessanter und wesentlicher Tourismusfaktor auch sind. Eine Großstadt mit einer Schifffahrt hat irgendwie, gehört dazu, muss sein. Und das wollen wir einfach stärken. Die Stadt Wien will ja auch ein bisschen die Touristenströme entzerren, weg von der Innenstadt. Wir fahren gerade aus der Innenstadt raus. Das heißt, das ist auch, könnte mit Teil des Konzepts sein, dass man auch neue Orte entdeckt. Natürlich und da auch noch stärker. Wir haben einen zweiten Abfahrtsort in Wien, das ist der Handelskai, also bei der Reichsbrücke das Schifffahrtszentrum. Das ist jetzt von dem regulären Touristenstrom weit draußen. Aber von dort dann loszufahren oder in die Freudenau oder rauf Richtung Klosterneuburg, das sind alles Dinge, die da noch stärkere Betonung bedürfen. Und dann schauen wir weiter.
Die Flotte wächst, Sie haben es gesagt, aber warum ist die DDSG eigentlich nicht mehr im Kreuzfahrtschiffbereich? Das war eine Eigentümerentscheidung, als 1995 die DDSG nach der ÖAG-Thematik, wo die verstaatlichte Industrie, wie wir wissen, irgendwie den Fluss, nicht der Bauch, es war ja Fluss, runtergegangen ist. Und die Eigentümerentscheidung hier nur mehr, sage ich mal, in der Ausflugsschifffahrt zu bleiben. Und von der Eigentümerseite her, vor allem Wien Holding, Stadt Wien, hat es natürlich einen Sinn, hier ein Angebot für die Touristen in Wien zu machen, die damit in Wien bleiben und die Wertschöpfung hier abgeben, jenseits der Einheimischen und auch für das Verkehrsbüro als zweiter Eigentümer. Und das war die Entscheidung damals. Weil jetzt boomt ja die Kreuzfahrtschifffahrt unglaublich. Das war die Entscheidung, dass auch hier wahrscheinlich öffentliche Gelder nicht in eine Kreuzfahrtsache, die dann von Basel ins Schwarze Meer fährt und so weiter, gepumpt werden sollen. Nehme ich an, aber das war kein Thema mehr, wiewohl die Vorstellung, dass ich wie Sascha Hein als Großdirektor mit einem weißen, weißen Sack und dem angewachsenen Champagnerglas irgendwie an Bord stehe und Amerikaner und Amerikaner. Das, aber vermutlich, ja, also ich hätte das ganz lustig gefunden. Nein, Scherz. Last Kene sieht man eigentlich auch ziemlich wenig. Ist das nicht auch ein bisschen ein Potenzial, um die Verkehrswege auch zu entzerren? Ist dieser Verkehrsweg Donau wirklich ausgeschöpft? Da dilettiere ich jetzt, weil wir haben ja keinen Cargo-Betrieb. Also mein Büro ist direkt an der Reichsbrücke und ich habe das Privileg, aus dem dritten Stock direkt auf die Donau, links Kahlenberg, Leopoldsberg, rechts Bratislava und daher auch den Verkehr dort zu sehen. Da ist schon viel, viel los und wie ich von unserer Schwester Wiener Hafen, die auch in Wien Holding Betrieb ist und gleich unterhalb der Reichsbrücke ist, weiß, steigt der Cargo-Anteil immens. Aber natürlich hast du auf einem riesen Fluss Platz, Gott sei Dank noch, dass auch noch mehr ginge wahrscheinlich. Aber das heißt, ist das ein Plan oder eine vage Zukunftsvision? Na, von uns kein Plan. Also wir steigen nicht in das Lastengeschäft ein. Ich glaube, dass der Wiener Hafen vieles dazu tut, dass das weiter steigt. Jetzt hat die DDSG einmal fahrendes Defizit geheißen. Wie ist es gelungen, das wieder in die Gewinnzone? Das war ja, glaube ich, auch schon vor Ihrem Einstieg. Naja, ich habe vorher erwähnt, die ÖAG-Zeit, die Zeit der Verstaatlichten, da wurde auch in entsprechender Form, ich sage es einmal sehr salopp, mit der DDSG Schindluder getrieben und gesagt, die Arbeitslosenzahlen bleiben hier unten, ihr füttert die einfach durch und so weiter. Also das war die Zeit, die Hochzeit oder die Tiefzeit der Verstaatlichten. Und dann 1995 hat Verkehrsbüro und Wien Holding den Schluss gefasst, weil eine Großstadt sowas braucht wie eine Ausflugsschifffahrt, das neu zu gründen und hat dann mit diesen beiden Eigentümern das auf eine solide wirtschaftliche Basis gestellt. Und mein Kollege Wolfgang Hahnreich, der das seit 15 Jahren hervorragend macht, hat da diesen Kurs so gesteuert, dass wir jetzt je nach, schauen wir mal, aber eine Umsatzrendite von 8, 9, 10% einfahren. Wir haben schon darüber gesprochen, Ihr erster Berufsweg ist ja eigentlich in den Journalismus, hat er Sie geführt. Sie waren im Standard, Sie waren im Horizont, Sie waren im Basta. Sie sind mit einer Journalistin verheiratet und schreiben neuerdings auch einen Gastroblog. Die Branche lässt Sie offenbar nicht ganz los, oder? Ja, das stimmt. Also ich würde, wenn ich aufgeweckt werde und sage, was ist dein Beruf, würde ich immer noch Journalist sagen, was eine Anmaßung, Aneignung hat, eine Aneignung Kulturelle ist. Damit es aber keine Aneignung ist, habe ich das Angebot von Christian Nusser von Newsflix angenommen, mit meiner alten Freundin und Kollegin Jacqueline Pfeiffer, Haubenköchin etc. etc., die Cuisinaire und den Connoisseur zu schreiben und hier Lokalkritiken mit etwas mehr Augenzwinkern zu machen. Das ist eine spannende Fingerübung irgendwie. Das Diktat des Lernblattes Papier gibt es immer noch. Die Möglichkeiten mittlerweile mit Diktiersoftware zu arbeiten, ich schwanke da immer zwischen mit dem Bleistift im Blog schreiben, im großen A4-Blog, oder mit der Diktiersoftware. Aber es hat einen Thrill, der mich irgendwie, ich glaube, dass ich auch, wenn ich den dann in das operative Geschäft irgendwann verlasse, dadurch auch gerne weiter wieder und weiter was machen will. Ich habe in den 2000er Jahren
das ist nicht sehr bekannt, für OFAD Kulturkritiken geschrieben. Das war auch ganz witzig. Unter Pseudonym und nichts bezahlt bekommen dafür natürlich. Über Politik haben Sie aber nicht geschrieben, obwohl Sie ja, wie gesagt, beim MOG Sekretär waren. Wie beurteilen Sie die politische Lage jetzt? Naja, wir hatten es vorher schon kurz. Es ist natürlich diese Krakela und dieser laute Ton und diese fehlende Gesprächskultur zum Teil und das sich gegenseitig, um es jetzt mal sozusagen in die Goschen zahlen, und das ganz bewusst aus einer nicht einmal Mücke einen Elefanten zu machen, damit man das Clickbaiting, damit man viele Klicks bekommt und so weiter, ist eine Unkultur. Das Vereinbarungen nicht mehr halten, ist eine Katastrophe für die Politik. Wie auch in der jetzigen Koalition jetzt? Und das Vertrauen, vernichtet Vertrauen, dass du aber gerade in seiner Geschichte, wenn du das Unternehmen Österreich, jetzt um mal hier in Österreich zu bleiben, führst, das ganz wesentlich ist. Ich sehe das eben auch mit meinem Geschäftsführungskollegen, jetzt im kleinen Bereich, Geschäftsführungskollegen Wolfgang Harnack. Wenn du mit Vertrauen arbeitest und sagst, okay, wir wollen beide das Beste für die Sache haben, dann ist um einiges einfacher und geht viel mehr weiter. Und das halt jetzt irgendwie eine Unkultur. Die lauten, schrillen Töne werden halt dann noch überlagert von irrsinnigen Attentaten und sonstigen Wahnsinnigkeiten, die dann auch wieder aus denen dann auch wieder politisches Kleingeld in jeder Ecke gezogen wird. Also das sehe ich mit großer Sorge, hat mein Bundespräsident gesagt. Und wir müssen im kleinen Bereich, glaube ich, dazu beitragen. Ich glaube, dass Wertschätzung zum Beispiel so ein Thema ist, das nicht oft genug und nicht viel genug angewendet werden kann. Es kostet nichts, es tut gut und es verändert schon ein bisschen den Umgang miteinander. Spricht jetzt der ehemalige Fortbildungschef des ORF? Aus Ihnen? Naja, irgendwie sind 9 Jahre im Ressourcenmanagement, dann bleiben doch auch irgendwie. Wurden Sie jemals gefragt, selbst in die Politik zu gehen oder hätte es Sie gereizt? Das ist eine interessante Geschichte. Das war eine bewusste Entscheidung von mir, als alles MOG nicht mehr Vizekanzler war, 89. War dann das Thema, ob ich in ein anderes Kabinett wechsle und meine Kollegen damals sind auch schon wieder mehr oder minder für das jüngere Publikum unbekannt, Willy Molter, Ernst Strasser etc., die alle Kabinettskollegen in anderen Büros waren und dann in die Politik gegangen sind, Michi Spindlerecker. Und ich habe nach diesen 2,5 Jahren ohne soziale Medien und auch ohne Hände mit Vor- und Nachteilen gesagt, ich finde das super, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber das ist nicht mein Leben. Wieso? Politik ist nicht... Weil man kein Privatleben mehr hat? Wahrscheinlich ist eine gewisse Form des Hedonismus auch, dass man, wenn man beim Heurigen bis Mitternacht sitzen bleiben will, also ohne dass ich jetzt ein Drangler bin, aber sagt okay, und da waren, wie gesagt, noch keine sozialen Medien, wo dann irgendeiner so aus der Hüfte das Foto geschossen hat, wie du da Kriegel runterstehst. Wobei das kann auch berühmt machen, natürlich in Aussehen. Aber ich glaube, das war schon einer der Gründe, dass diese totale Vereinnahmung dann, und du musst auf jeden Schritt aufpassen und meine Goschertheit war schon sonst gelegentlich nicht immer vorteilhaft, aber wäre natürlich in der Politik überhaupt eine Katastrophe gewesen. Abschließend noch, es zieht Sie oft nach Aussee, Sie haben auch ein Immobilienprojekt dort, was gefällt Ihnen an Aussee? Naja, das Ausseerland ist irgendwie das Herz Österreichs. Es ist eine völlig eigene Landschaft mit völlig eigenen Menschen. Umso überraschender und anstrengender und auch schöner war es dann, da in einem Hochtal oberhalb des Grundlsees das Narzissendorf Zlorm zu planen mit einem Freund und 2 Partnern, das gut geht und das riesen Spaß macht und dann auch einen guten Grund gibt, immer wieder dorthin zu fahren. Das heißt, Ihre Freizeit verbringen Sie auch in Aussee? Auch in Aussee, ja. Ich danke Ihnen, Herr Fischer, fürs Gespräch. Und Ihnen daheim danke ich fürs Zuhören.